Ich grüße in diesem Video Finja, Juno Hashtag Love und Seelen Neuwirth. Liebe Grüße an euch. So, Hallöchen, liebe, und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr sehen könnt, es ist immer noch nicht Winter, weihnachtlich, Schnee auf Jorvik. Deshalb habe ich mir überlegt, um die Weihnachtszeit weiter einzuläuten. Denn, falls ihr es nicht wisst, ich habe auch eine Verlosung am Laufen gerade bis zum 24.12.2022. Also schaut auf jeden Fall gerne mal rein. Wir hören uns heute von euch ein paar Weihnachtsgeschichten an. Und ja, ich würde sagen, let's go. Ich habe noch nicht wirklich reingeschaut, to be honest. Ich habe hier meine Mandarina. Anton hat mich heute mit einem Frühstück überrascht. Und der hat jetzt Mandarinen gekauft. Und deshalb kann ich jetzt Mandarinen essen und ich freue mich sehr. Die erste Geschichte. Zu Nikolaus ist ja so, dass man so seine Stiefel rausstellt und Süßigkeiten bekommt. Und so habe natürlich immer geglaubt, dass der Nikolaus kommt und das macht. Und habe dann immer noch dazu Plätzchen und Wasser vor die Tür gestellt, damit er nach seinem langen Flug was zu essen hat. Plot Twist, irgendwann habe ich erfahren, dass es meine Mutter war und dann hat sie immer gratis extra Plätzchen bekommen, die wir vorher gebacken haben und sie von denen sowieso schon welche hatte. Ich weiß nicht, ob es lustig ist, aber ich muss darüber immer lachen. Aber das ist aber irgendwie voll genius, also gerade auch wenn sie euch gesagt hat, so ja, lass uns mal die Plätzchen mit rausstellen. Aber irgendwie ist das voll cool. Also irgendwie schon nice. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr süße Geschichte, muss ich schon sagen. Also ist irgendwie mega, mega süß. Ich weiß gar nicht, ob ich so unbedingt eine Weihnachtsgeschichte habe, ehrlich gesagt. Ich kann mich nur daran erinnern, dass meine Mutter und ich immer zusammen Plätzchen gebacken haben. Und wir immer diese Ausstech, also diese Butterplätzchen gemacht haben, wo man halt diese Förmchen ausstechen kann. Und ich habe die dann immer verziert und seit 2 Jahren machen wir die eben mit Anton zusammen. Und Anton liebt Plätzchen backen und meine Mutter und ich, wir hassen irgendwie Plätzchen backen, aber wir machen es halt trotzdem, weil halt die ganze Family immer von uns Plätzchen bekommt. Und ja, dieses Jahr hat sich halt dann rausgestellt, dass ich diese Butterplätzchen eigentlich gar nicht mag, weil sie mir halt zu butterig sind. Und meine Mutter die aber immer nur macht, weil ich sie mag, beziehungsweise weil sie dachte, dass ich sie mag. So, die nächste Geschichte ist, letztes Jahr an Weihnachten bin ich in den Stall gegangen und wollte das Futter für mein eines Pferd machen. Als ich aus der Futterkammer kam, stand da auf einmal ein Pferd verkleidet und meine Eltern und Freunde und mein Freund. Das Pferd habe ich zuerst nicht gesehen und bin extra erstmal weitergegangen. Als ich mich dann umgedreht habe, sah ich den ganzen Körper und habe angefangen zu heulen. Das Pferd hat mir mein Freund geschenkt. Es war das Schönste und Witzigste von ihm, was ich je gefühlt und gesehen habe. Oha, das ist voll goldig. Oh! Hä, mega süß. Als ob dein Freund dir einfach ein Pferd geschenkt hat. Oha. Crazy. Ey, das ist richtig, richtig goldig. Das muss ich Anton sagen. Die nächste Geschichte. Hallöchen, würde gerne anonym bleiben. Natürlich. Ich würde mich riesig freuen, wenn diese Geschichte in deinem Video drankommen würde, denn ich liebe deine Videos, habe fast alle gesehen. Oh, dankeschön. Meine Geschichte. Ich habe unserem Hund eine Weihnachtsmütze gekauft, weil ich ein lustiges Foto für Instagram machen wollte. Unserem Hund hat das aber nicht so gefallen, dass unsere Katze ihm eine Mütze immer vom Kopf gezogen hat. Wir mussten die Katze dann kurz nach draußen bringen, nur um für 5 Sekunden ein Foto zu machen. Pers, liebe deine Stimme und deine Videos. Dankeschön. Ja, das ist auf jeden Fall eine witzige Geschichte. Also, ja. Ich kann mir das irgendwie richtig gut vorstellen, wie so deine Katze einfach sich so gedacht hat, so, was ist das denn da oben? Da ist ja ein Bommel dran. Ja, Katzen sind schon irgendwie witzige Gestalten, finde ich. Auch irgendwie witziger als Hunde. Ich meine, ganz ehrlich, wer schaut sich nicht gerne Katzenvideos an? So, kurze Mandarinenpause, denn die nächste Story ist etwas länger. Leute, I swear, ne, mein Handy ist kaputt gerade. Und ich krieg's nicht gescheit hin. Also ich kann seit ein paar Tagen, Wochen nicht mehr aus Apps rausgehen. Eigentlich seit ein paar Tagen, seit einer Woche oder so. Kann ich nicht mehr aus Apps rausgehen. Und jetzt habe ich so einen komischen Home-Button auf dem Bildschirm, weil das halt bei iPhone geht.
Und manchmal funktioniert aber mein Handy nicht. Zum Beispiel kann ich auch nicht richtig gescheit tippen. Deshalb, wenn ich nicht auf Kommentare antworte, dann liegt es meistens da dran. Weil ich mache das immer mit dem Handy. Und die nächste Geschichte. Also, mein Vater fuhr auf Dienstreise und hielt uns, auch klein Saskia, auf dem Laufenden. Er erzählte mir, dass er den Weihnachtsmann getroffen hat und er ihm einen seiner Wichtel geschenkt hat. Der ist quietschfröhlich und aufgeregt zu meinem Papa gesprungen. Mein Vater kam dann wieder zu Hause an und ich erwartete ihn voller Aufregung und Freude an der Tür. Mein Vater öffnete die Tür und hatte einen Beutel bei sich. Da war auch etwas drinne. Mein Vater bewegte aufgeregt den Beutel. Etwas musste darin zappeln. Meine Augen glänzten. Er öffnete den Beutel und holte einen Wichtel heraus. Aber mein Gesicht veränderte sich. Der Wichtel rührte sich nicht. Es war ein Deko-Wichtel. Oh nein! Meine Augen füllten sich mit Tränen. Mein Vater merkte, was er angerichtet hatte und versuchte, die Situation zu retten. Er wird versteinert, wenn er in die Zivilisation kommt. Aber nein, er konnte es nicht retten. Ich rannte die Treppe hoch und weinte. Meinem Vater tat das richtig leid. Er durfte sich auf der Arbeit anhören, wie daneben diese Aktion war. Das kannst du doch nicht machen. Jetzt sehe ich zu, dass du das wieder hinkriegst. Aber bei mir waren zu dem Zeitpunkt alle Träume zerstört. Es gibt keinen Weihnachtsmann, keinen Osterhasen, keine Zahnfee, niemanden. Aber dann zu Weihnachten wollte ich den Glauben endgültig ein Ultimatum stellen. Entweder schafft es der Weihnachtsmann, mich zum Glauben zu überzeugen, oder es gibt ihn nicht. Weihnachten, der Weihnachtsbaum steht, keine Geschenke. Die Zeit kam, in die Kirche zu gehen. Ich verlangte, als letztes aus der Tür zu treten. Was auch geschah, ich achtete genau darauf, dass keiner der Familie sich aus dem Staub nach Hause machte. Das Weihnachtsgebet in der Kirche war beendet und ich steuerte zielstrebig nach Hause. Ich wollte auch als erstes die Türschwelle übertreten. Ich öffnete die Wohnzimmertür und tada, da lagen Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Ich strahlte und fragte mich, wie das denn möglich sei. Also, es muss den Weihnachtsmann geben. Es muss alle geben und irgendwann lebt mein Wichtel bestimmt wieder und dann habe ich einen neuen besten Freund. Frohe Weihnachten. Oh mein Gott, das ist voll süß. No way, das ist richtig goldig. Vor allem die Geschichte ist auch mega toll geschrieben. I love it. Also mega, mega süß. Props an dich, Saskia. Oh Mann, aber voll die Träume zerstört erstmal. Das tut weh. Bin früher mit meinem Papa immer draußen den Weihnachtsmann suchen gegangen und als wir wieder nach Hause kamen, waren die Geschenke meistens schon da oder meine Mom hat den Weihnachtsmann gespielt. Oh, das ist süß. Ja. Ich muss sagen, meine Eltern haben es auch immer ziemlich schlau gemacht. Meine Eltern haben ein Haus und da waren die Geschenke immer unten in dem Raum im Keller, wo halt wir sonst nie reingehen, weil das wirklich, das ist halt, da ist der Sicherungskasten und da ist ganz, ganz, ganz viel Zeug. Und da sind halt auch immer die Geschenke und meine Eltern haben halt da immer dann die Geschenke dann reingestellt und haben dann immer, wenn wir zur Kirche gegangen sind, hat immer, meine Mutter war immer da und hat dann gekocht. Weil das Essen muss ja auf den Tisch kommen und währenddessen war dann der Weihnachtsmann da. Und dann standen die Geschenke da, wenn wir nach Hause gekommen sind. Ich muss auch ehrlich sagen, mein Bruder hat es irgendwann rausbekommen. Und ich habe es auch irgendwann erst rausgefunden, als ich dann bei meinen Eltern irgendwie mal im Schrank ein Weihnachtsgeschenk von mir gefunden hatte. So im August oder so. Meine Eltern sind da immer schon richtig früh dran. Ab da war dann das Wunder Weihnachtsmann für mich auch so vorbei. Aber es war trotzdem irgendwie war das süß von meinen Eltern. So, jetzt muss ich gucken, dass ich vorlesen kann. Hold on. Mein verstorbener Kater ist auf den Weihnachtsbaum geklettert und dieser ist umgekippt. Oh. Ich muss gestehen, die Geschichte hatte ich schon vorher irgendwie mal gelesen, also so flüchtig. Ich kriege immer so Benachrichtigungen, wenn da irgendwas geschrieben wird und das hatte ich gelesen und ich fand das so, so goldig, ne? Weil das ist halt auch so eine süße Erinnerung an ein geliebtes Haustier. Und ja, ich fand das einfach nur mega, mega goldig. Ich habe mir einen PC gewünscht und habe später dann nur Socken und Schokolade bekommen. Oh, das tut weh. Das tut wirklich weh, oh je. Ich kann mich vor laufender Kamera oder so nicht über meine Geschenke freuen. Ich fühle das. Weil meine Mutter macht immer für meine eine Oma, die halt nicht da ist,
an Weihnachten, weil die kommt immer erst irgendwie am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag zu uns, macht sie mal so Videos. Und dann muss man immer so seine Freude faken. Wenn, also meine Oma, muss ich zugeben, sie kennt mich nicht wirklich und sie schenkt mir immer irgendwelches rosa Zeug. Und alle Leute, die mich kennen, wissen, dass ich rosa absolut verabscheue. Also die Farbe. Aber meine Oma weiß das halt nicht und deshalb schenkt sie mir auch jedes Jahr weiterhin Krimskrams und rosa Anziehzeug. Ich war so 4-5 Jahre alt und am Weihnachtsbaum hingen unechte Zuckerstangen und ich habe draufgebissen und seitdem hängen nur noch echte Zuckerstangen am Tannenbaum. Oje. Aber das könnte ich sein. Also ich war früher auch voll die Naschkatze. Und alles, was es irgendwie gab, was so süß war, habe ich halt gegessen. Auch so Lebkuchenherzen und so, die man sich ja eigentlich irgendwie eher aufhängt, habe ich gegessen. Ja, von daher kann ich irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Meine Großeltern wollten dieses Jahr keinen Baum, also sind wir zu ihnen gefahren und haben sie für sie einen gekauft. Aber sie haben sich trotzdem gefreut. Das ist irgendwie goldig. Ja, ich glaube, für viele ältere Menschen ist es gerade jetzt einfach ein bisschen viel, sich noch einen Weihnachtsbaum so zuzulegen. Also meine Oma hat auch mal den schönsten Weihnachtsbaum überhaupt. Aber sie hat, glaube ich, auch dieses Jahr gesagt, dass sie sich keinen zulegen wird, weil ihr das einfach zu viel ist. Hey, also ich bin letztes Jahr gestolpert und habe unseren Tannenbaum umgerissen und bin total draufgefallen. Tat in dem Moment maximal weh. Ah, das glaube ich. Also wir haben immer so Stecker. Das sind wie so S-förmig und da hängt man immer die Kugeln dran. Und die sind teilweise schon ganz schön spitz. Das kann ich mir vorstellen. Und außerdem sind manche Bäume auch nicht gerade die angenehmsten zum Drauffallen. Also so, die sind halt auch wirklich teilweise spitz. Ja. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das weh tat. Beim Wichteln in der Schule war die Schülerin krank und wollte mir mein Geschenk Neujahr geben. Habe es immer noch nicht. Oh. ja gut, da ist sie früh dran. Ich sollte zu Weihnachten halt mal das Essen machen mit meiner Oma. Sie meinte, ich soll den Ofen anmachen. Da habe ich aber keinen Plan davon gehabt und habe einen random Knopf gedrückt. Irgendwas hat geläutet und wir dachten, er wäre an. Haben uns dann gewundert, warum der Ofen nicht funktioniert. Dachten, er wäre kaputt. Der Ofen war aber halt nur aus. Und haben dann bestellt. Oh je. Oh Mann, aber so gut kann ich auch Essen machen. Das ist so eine typische Situation, da wäre mein Vater gekommen und hätte gesagt, zeig mal. Und dann wäre das irgendwie nach ein paar Minuten wieder gegangen. Oh ja, aber das stelle ich mir schwierig vor. Vor allem an Weihnachten bestellen, das ist halt auch immer so ein bisschen, man will eigentlich den Lieferdiensten da nicht zur Last fallen, weil es ist halt, es soll ein Feiertag sein und es soll auch ein schöner, ruhiger Feiertag sein. Aber irgendwie muss man halt was essen. Das war's dann aber auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaut, wie gesagt, gerne bei meiner Verlosung vorbei. Außerdem nochmal der Hinweis, meine Kanalmitglieder sehen diese Videos immer einen Tag früher. Deshalb, falls ihr doch 1-2 Euro über habt und ihr mich supporten wollt und die Videos früher sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall gerne mal in die Mitgliedschaft rein. Und mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich so supporten würdet. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Stream oder Video wieder. Bis dahin. Tschüss!